Angesichts sprunghaft steigender Corona-Zahlen greift Tschechien zu drastischen Maßnahmen, die einem landesweiten Lockdown gleichkommen. Von Donnerstag früh an müssen fast alle Geschäfte schließen, wie Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch bekannt gegeben hat. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken. Zudem werden Ausgangsbeschränkungen wie im Frühjahr verhängt. Die Regierung hat angeordnet, dass Leute ihre Kontakte mit anderen Menschen auf die absolut notwendige Zeit begrenzen müssen. Das gilt nicht für den Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Familienbesuche. Erlaubt sind auch Spaziergänge in Parks und der freien Natur. Die Infektionszahlen steigen in Tschechien seit Wochen dramatisch an. Am Mittwoch ist ein neuer Höchststand bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen vermeldet worden. Es sind 11.984 bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden hinzugekommen. Die Gesamtzahl der jemals Infizierten steigt damit auf knapp 194.000. Mehr als 1.600 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Verbindung an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der EU-Mitgliedstaat hat knapp 10,7 Millionen Einwohner. Tschechien gehört europaweit zu den Ländern mit den höchsten Infektionsraten je 100.000 Einwohnern.